So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play Advance Wars. Der Typ ist gemein, ich will ihn am liebsten besiegen, aber er will sich nicht besiegen lassen. So, jetzt habe ich mal meine schlechte Laune rausgelassen. Ja, so klingt meine schlechte Laune immer. Jedes Mal, wenn ich schlechte Laune habe, klinge ich genau so. Immer mit der Ruhe, Bloody. Wir spielen heute noch ein gutes Spiel. Warum kommt da ein... dahinter? Weiß nicht, ich dachte, du findest irgendwann auch als ein gutes Spiel. Und ich dachte, ich meine, so grundsätzlich hast du ja nicht ganz unrecht, allerdings wissen wir ja noch gar nicht, ob das Spiel wirklich gut sein wird. Nee, das stimmt. Er hat einen Bomber gebaut. Ich werde nicht mehr. Du solltest Jäger bauen. Ich krieg die Motten. Achso, wir sind nicht Max. Richtig. Das Problem ist, ich soll Jäger bauen. Siehst du, wie viele Vulkankanonen er hier stehen hat? Ich weiß nicht, aber du kannst die Mechanik halt wegschießen. Ja, das mache ich auch. Ich reg mich nämlich auf. Einfach aus dem Prozess. Du hast doch Kampfpanzer da. Die könntest du aufs Gebäude stellen. Oder lässt es sein. Rache. Ich weiß, er kommt gleich mit seinem Bomber an und fegt mir den Kampfpanzer weg, aber das ist mir jetzt egal. Wenn er das tut, dann hast du die Mechanheit da oben geschützt. Beschützt. Ja, die wird sich gleich selber in den Tod stürzen, also von daher. Meinst du, er hat keine Schnitte gegen den, gegen die Flak-Einheit? Niemals! Wir reden von Mecha-Einheiten, hallo? Mecha-Einheiten haben gegen Panzer noch möglichst Chancen. Wenn maximal eingesetzt werden kann, nee, kannst du nicht, dann hätte er vielleicht noch mehr Chancen. Wenn ich jede Runde maximal einsetzen könnte, würdest du den Witz wirklich jede Folge bringen. Du würdest den Witz jede Folge bringen, meinst du wohl? Ja, meine ich doch. Ja. Schieß sie ab, schieß sie ab, schieß sie ab. Weg damit. Ist mir doch jetzt egal. Ja, ich weiß, ich stehe in der Missile-Reichweite. Laber, laber, laber. Mit Tammy kann ich gleich mal die Missile da, die Flak vielleicht wegmachen. Schauen wir mal. Bam. Wie Max dauerhaft pleite ist. Guck mal, du machst mir 54% Schaden, die wenigsten. Ja, dann kann er nämlich nicht mehr so viel machen. Aber du sollst trotzdem nicht drunter. Aber es gibt halt immer noch den Erstschlag-Bonus. Eben. So. Tammy hat hier noch eine übelst nützliche Einheit. Schickst du doch auf dein Gebäude, damit sie geheilt wird. Ich meine, Tammy hat genug Geld. Ja, aber du weißt schon, dass wenn er zwei Felder weit laufen kann, er nur bis hierher kommt oder bis dahin und nicht auf mein Gebäude. Nein. Zählst du für ein Gerücht, ich weiß schon. Weiß ich nicht. Wie du mich so aktiv fragst. Denn du bist ein Lauch. Ja, das stimmt. Boah, den hättest du sogar voll wieder. Bisschen. Kampfpanzer sind halt doch schon ein bisschen besser als Jagdpanzer. Ja, sie kommen aber halt nicht so nah ran, das ist das Problem. Ich baue trotzdem noch einen. Wie viel haben wir denn eigentlich? Status. 15. Okay. Guck mal, Blue Moon 13.000 und er 28.000. 28. Warum ich da das fucking dazugepackt habe, keine Ahnung. Das machen alle coolen Kids immer so. Ich wollte halt mal dazugehören. Gabe! Nee, noch nicht. Oh. Also nächste Runde, alle nicht so eng beieinander stehen am besten. Das vergisst du doch sowieso wieder. So wie zum Thema übrigens übelst nützliche Einheit, ne? Ja. Obwohl, sie hat einen Raketenwerfschuss abgefangen, ne? Der hätte auch was Wichtigeres treffen können. Ja. Zum Beispiel Dieter. Oder den da. Der braucht nicht mal eine Gabe, um deine Einheiten alle zu vernichten. Sitze übrigens gerade hier und weine. Ja, ja.
So wie Max Part. Nein, noch schlimmer. Und außerdem will ich eine Pizza. Oh ja, eine Pizza, das wäre doch was. Dazu müsste ich aber noch einkaufen gehen. Könnt mir eine Pizza bestellen? Ich bestelle mir doch keine Pizza. Vielleicht habe ich noch eine im Tiefkühlfach. Nee, das wüsste ich. Ich habe keine große Tiefkühlfach. Ich habe ein großes Tiefkühlfach, aber ich weiß, dass ich keine Pizza drin habe. Aber der Mitbewohner hat auch Pizza drin. Nimm doch die. Mach einen Zettel rein. Gutschein für eine Pizza. Hat aber nicht heute. War lecker. Ja, war lecker, kannst du wieder kaufen. Das wäre Tatsache ein übelst geiler Spruch. Wieso steht der auf deinem Gebäude drauf? Darf er das? Nein. Das muss er jetzt auch Miete zahlen oder ausziehen. Da er keine Miete zahlen wollte, ich ihn weggeschickt. Das sind Hausbesetzer, mit denen geht man so um. Hausbesetzer zahlen keine Miete. Oh, da war er unvorsichtig mit seinem Raketenwerfer. Tschüss, Raketenwerfer. Wahrscheinlich baut er jetzt zwei nach. Boah, wie mein Zimmer gerade um 300% heller geworden ist, weil die Sonne reinscheint. Jetzt spontan? Spontan. Da hat die Sonne so gedacht, guck mal vorbei. Ja. Aber so überspontan. Ich hab zum Glück... Nützlichste Nutzung ever. Bam. Der eine, der kriegt doch bestimmt eine Ehrenmedaille. Mitten ins Feindl. Die sind alle immer nur einzeln da, ne? Ja, irgendwie schon. Irgendwas machst du falsch. Ach was, niemals. Gibt's eigentlich bei Regenwetter Deckung für Flugeinheiten? Ich glaube nicht. Das wäre doch mal was. Es wäre mies, wenn Flugeinheiten, also wenn Flugzeuge, Helis vielleicht nicht gerade, aber wenn Flugzeuge dann nicht mehr so gut treffen würden, wäre voll Realismus und so. Ach so, kleiner Tipp, ne? Nächste Runde kriegst du einen Meteoritenhagel auf den Kopf. Ja, den bekomme ich da unten. Sicher? Nicht auf die eine da oben? Das wäre lustig. Das wäre das Geilste, was er machen könnte, aber nein, die bekomme ich hierher. Weil die habe ich jetzt so schön schon dahingestellt. Aber, er kann noch wieder aufbauen, ne? Wie heißt das? Nee, Max ist das nicht, das ist, Andy. Andy kann ein bisschen wieder aufbauen, nächste Runde vor allen Dingen, ja. Ich brauche nochmal einen Raketenwerfer, vielleicht haut er dann da unten einfach bloß drauf. Und Andy ist der Pleite. Komm, nützlichste Einheit ever. 9%. Das ist so geil, wie das aussieht. Kommt so ein Panzer angerollt. Der irgendwie kleiner ist. War das gerade ein Vibrationsalarm bei dir oder hast du gelacht? So doof. Nein, ich hab gemacht. Okay. Ich hab WWWWWWWWWWT gesagt. Genau. What the fuck? Ne? 6, 1, Max, 3, 4, die Mal einsetzen. Nix. Das Problem ist. Max, der könnte mich dann niedermähen. Da könnte er mich auch niedermähen. Da bringt mir maximal auch nicht so viel. Wo sind Max ganze Einheiten hin? Alle tot nach der Wende. Ich glaube, das könnte man so sagen. Alles tot nach der Wende. Nicht können sie. Ja, nicht. Faulen Schweine. Der Kleine, der dann nicht weit kommt. Besser als der, der weit gekommen ist und oben einfach irgendwie verreckt ist. So ein bisschen schon. Ich würde noch nicht reinschieben. Nicht zu nah, sonst haut er wirklich da oben in den Meteoritenschauer rein. Das ist sinnvoll. Ja. Ja, vielleicht war es wirklich sinnvoll. Naja, höchstens wenn er da ranhaut, könnten die beiden getroffen werden. Die ist tatsächlich noch ein bisschen nützlicher als die anderen Einheiten. Das ist zwar das Drehkreuz jetzt da mit dem, aber ich glaube nicht, dass er den Zweier da angreifen wird. Warum sollte er denn?
trau mich nicht. Was willst du bauen? Ich wollte noch einen Kampfpanzer bauen, aber dann hat er hier die. Bau nächste Runde. So viel Zeit hast du. Genau, dann baue ich jetzt mal einen K-Heli dazwischen. Vor allem habe ich dann 9 Runden, kann ich Kampfpanzer bauen, weil ich 15.000 bekomme. Ah, er wird wahrscheinlich doch dort oben, oder? Nee, unten wieder. Hat alle getroffen. Ja. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Aber vielleicht ist es so eine kreisförmige Ding. Wäre möglich bei einem Meteoriten. Ach komm. Sei ruhig. Bomba. Nein. Einfach nein. Kampfpanzer in einem Zug ausgelöscht. Oh, das tut weh. Ich will nichts sagen, weh, ne? Tut das nicht weh? So ein bisschen. Schorweng, das Problem ist halt, ich habe keine Flak-Einheiten gebaut. Zone zum Beispiel hätte ich jetzt gebrauchen können. Ich finde es geil, wie die vorher wissen, dass sie zerstört werden und deswegen gar nicht erst anfangen zu schießen. Ja, die verkaufen sich sehr billig, das ist richtig. Bei dem neuen Advent Wars gibt es bestimmt Möglichkeiten, in gegnerischen Fabriken Saboteure anzuheuern. Für so eine bestimmte Geldsumme und dann setzen die Fabriken irgendwie 3 Runden aus oder so. Bei welchem? Bei dem neuen Advance Wars, wenn es das gibt. Ach so, du meinst jetzt, das wäre Zukunftsmusik. Ja. Ach so. Ich bin nicht Tammy. Oder bezahlte Attentäter, die Städte auseinandernehmen. Nee. Wahrscheinlich eher nicht. Die sind tatsächlich noch nützlich, die 2 Einheiten. Ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen was erreichen hier, deswegen wäre es cool. Narr! Du hättest übrigens letzte Runde einen Kampfpanzer bauen können da unten. Ja. Mit Tammy. Mit Tammy? Da unten meinst du? Nein, da rechts. Da? Ja. Ja, dann hätte er vielleicht wirklich hier drauf gehalten. Das sind 2 Kampfpanzer und dafür unten die vielen Einheiten lassen. Weißt du, wenn ich jetzt meine Gabe bekommen hätte, hätte ich dort 8er draus machen können. Ja, aber. Aus welchem mache ich jetzt 8 dann? Den Helis oder lieber den Panzern? Lieber den Panzern. Kannst du nicht beide machen? Nein, kann ich nicht beide machen. Guck mal, wenn ich jetzt. Ich kann doch danach nicht mehr die Helis einen, weil ich keinen Zug mehr habe. Verstehst du? Super Tuning, zack. Der schießt die trotzdem. Ach naja. Nee, nicht unbedingt. Doch, der Raketenwerfer, der hat noch voll einen Raketenwerfer da oben stehen. Verdammt mich. Ansonsten hat er doch kaum schlagkräftige Einheit aus dem Kampfpanzer da oben, den Raketenwerfer. Und den, Und den Flakgeschützen. Und den Bomber. Und den Flak und den Mech und den. Genau. Er hat fast nichts. Man könnte fast sagen, er ist schutzlos, wenn er denn nicht so viele Einheiten hätte. Warum baust du eigentlich keine Artillerieeinheiten? Weil mit Max Artillerieeinheiten zu bauen ist nicht sinnvoll ist, weil Max weniger Reichweite und hat und weniger Schaden macht. Ich meinte allgemein. Ja, weil es halt blöd ist. Wartest du darauf, dass der Kampfpanzer da ist, um Max mal einzusetzen, ne? Ja, so ungefähr. Deine Witze werden nicht besser. Nein, ich werde das jetzt immer so betonen. Das habe ich befürchtet. Das hat nichts mit Witzen zu tun. Hast du nicht Angst, dass du den nächsten Kampfpanzer auch verlierst?
kenne keine Furcht. Weil ich die Reinkarnation der Furcht bin. Ich werde, wenn ich das hatte, nicht beenden. Selber schuld. Ich hätte es gemacht. Ach, Stürmchen, 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 was machst du denn? Nein, du hast es gemacht. Tja. Hey, da ist der Kampfpanzer geschützt. Ich muss dann kommen und einfach wegschießen. Leider standen die Bomber an der falschen Stelle. Nicht die Bomber? Ja. Leider steht der Raketenwerfer so an der falschen Stelle. Steht nicht auf dem roten Gebäude, deswegen kann ich denn nicht viel machen. Und tschüss. Deine Flachsen sind so ein bisschen tot. Seine Flachsen sind so ein bisschen tot für dich, ne? Ja. Sie sind halt ein bisschen zu stark. Für meinen Geschmack. Wie weit kommst du mit dem... Ach, bist du endlich, bist nicht trainierbar. Was? 21. Du bist nur Vierer. Ach so, stimmt. Der Impfer hat noch rechts einen Missile-Werfer stehen. Ja gut, aber erstmal kann der nicht so viel machen und zweitens mal hat er dort eine Flak-Einheit und da eine Flak-Einheit und da eine Flak-Einheit. Aber wenn ich er weiß schon, wie er dich nerven kann. Wenn ich 21 mache. Doch, es kostet ihn vielleicht ein bisschen mehr. Bam. Nein. Na doch, es kostet ihn mehr, wenn er dann den Zug anfängt, weißt du, so meine ich das. Naja, aber er hat so viel Geld, das kann er. Eigentlich könnte er dich mit Geld totwerfen. Das wäre witzig. Ich könnte das Geld gebrauchen. Um sowas zu machen? Zum Bleistift, warte mal. So, mit dem Jäger kriege ich doch auf jeden Fall seinen Bomber. Das heißt, mit dem hier will ich erstmal. Warte mal, wie weit? Nee, gut, sehr schön. Versucht wieder einzunehmen, was? Kann das sein? Ja, ja, das versucht er, weil er weiß genauso gut wie ich. Erstmal kann er da unten seine Einheiten heilen, und zweites Mal kriege ich dann kein Geld mehr. Ich will aber Geld haben. Zum Beispiel hätte ich gern Bomber. Du kannst dir aber keine Bomber leisten. Deswegen brauche ich einen Kampfpanzer. Den kannst du dir leisten. Ich hätte mir zwei Flakkanonen leisten sollen, aber na egal. So viel Flugschiff hat er auch gar nicht. Flugschiffe vor allem. Er geht auch die ganze Zeit nur mit Flak vor. Meinst du Flak gegen Flak? Ja, dann würde ich ihn voll wegflacken. Zieh deine Mech-Einheit da weg. Die macht das nicht so richtig ist. Ist nicht nützlich. Nee, überhaupt nicht. Es ist krass, was die Mech-Einheiten für einen Schaden machen können. Vor allem gut Deckung 4. Ist natürlich. Ich muss nochmal ganz kurz nachgucken. Nicht blöd oder gibt das auch nur Deckung 4? Es gibt nichts, was Deckung 5 gibt. Warum gibt es überhaupt 4 von 5 Sterne? Es gibt bestimmt irgendwas, was Deckung 5 gibt, auf irgendwelchen Special Maps. Selbst den Zug von. Die Munition von der Mech-Einheit sparen können. Und den Schaden nach der Mech-Einheit. Ja, aber die Mech-Einheit. Ja, die Munition, das wäre das einzige gewesen. Ja, auch den Schaden. Wenn der weiter ziehen könnte, hätte ich einfach. Hätte ich einfach gesagt, hier, weißt du was? Rücke einfach noch weiter vor. Und dann hätte ich die Gabe eingesetzt. So, Tamys Gabe ist natürlich relativ sinnfrei, wenn man keine Fußeinheiten mehr hat. Zumindest hast du dem schon mal gezeigt, wo es lang geht. Kampfpanzer gegen Infanterie? Na ja, gut, West. Ja, du stehst so oder so im Schussfeld, also von daher. Ja. Mit der. Okay, stimmt, mit der roten Flak von Andy solltest du die Infanterie, auch wenn sie auf dem Gebäude steht, fertig machen können. Definitiv. Tschüss.
Jetzt gucken müssen, ob wir mit Jagdpanzer die 5er besiegen hätten können. Hättest du die andere Flak vielleicht auch noch zerlegen können. Ja, aber konnte ich nicht. Sogar ein 7er Jagdpanzer. Ja, aber ich wusste schon, dass das nicht klappt, nicht bei Tami. Schade. Brauch doch ein paar Infanterie-Einheiten. Brauch ich unten gleich. Nächste Runde kannst du mit deiner Fähigkeit hochziehen. Naja, dann können sie anstatt bis hier laufen. Ja, ist doch schon mal ein bisschen weiter. So. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Das war's schon wieder. Folge zu Ende. Genau, das war's schon wieder für heute mit Advance Wars. Wir sehen uns dann morgen nochmal wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.